Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem weiteren Video von Subnautica Below Zero. Jetzt wollte ich schon fast Minecraft namenlos sagen. Nein, wir sind wieder in der Welt von Subnautica angelangt. Und in der letzten Folge sind wir dabei stehen geblieben, dass wir hier solche Samen, sage ich jetzt mal, von diesen Creep Vines gesammelt haben. Genau, das war es, was ich sagen wollte. Haben wir die eh noch dabei? Ja, ja, da haben wir eh noch alles dabei. Gut, mir wurde gerade gesagt, dass ich was trinken muss. Ich habe Gott sei Dank noch die, die Trinkflasche dabei. Und ich würde sagen, wir gehen mal schnell zu unserer Basis zurück. Wo ist sie denn? Da. Dann können wir da... So, den Blasenfisch, komm her. Wo bist du? Da. Komm her. Ich will dich haben. Meins. So. Genau. Wir gehen zurück zu unserer Basis. Weil ich glaube, wir können jetzt einiges Neues craften. Wir werden es gleich sehen. Aber ich glaube, dass wir jetzt ziemlich viele Rezepte freigeschalten haben. Schauen wir mal. Zack. Rein mit uns. Aha, please. Robin, the boss wants a sit rep. I'm cold, I lost all my gear, and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. On your HUD. Okay, also das sind... Wir brauchen mehr Ressourcen, hat unser Charakter gesagt, und sie hat... gemeint, die von oben, von dem Raumschiff. Ja, sie kann uns jetzt leider nichts mehr schicken. Sie kann das nicht genehmigen. Aber hier gibt es so ein Emergency Supply Cage, keine Ahnung, der nicht angerührt wurde. Und wir sollen dort mal hinschwimmen und schauen. Da könnte nützliches Zeug drinnen sein. Gut, wir schauen jetzt mal kurz. Da können wir Silikon Rubber oder Lubricant, also so ein Ölzeugs, machen. Aber wir haben ja hier so ein Tab mit Blueprints, habe ich gerade gesehen. Da haben wir ja einiges freigeschalten, sehe ich gerade. Ich würde mir am Anfang ganz gerne mal das Messer machen. Ich glaube, das ist ganz nützlich. Und der Scanner ist wahrscheinlich auch nicht allzu schlecht. Ja, dann machen wir das mal. Für das Messer brauchen wir auf jeden Fall noch so ein Silikonmatte. Dann können wir uns das Messer auch schon machen, glaube ich. Jawohl, da haben wir schon das Messerchen. Haben wir zumindest schon mal das Messerchen und... Ah, Equipment. Da können wir noch ein bisschen was freischalten. Da brauchen wir zwei Dinge. Dann können wir schneller schwimmen. Verstehe. Dann... Okay. Cured Arctic People... Okay, alles klar. Aber ich würde mir gerne noch ein bisschen Wasser herstellen. Und dann noch ein paar Rubber. Also noch so ein paar Matten. Dann werden wir uns die Flossen wahrscheinlich auch gleich machen. Dann haben wir... Können wir schnell schwimmen. Und das ist sicher ganz nützlich. Gerade wenn wir jetzt so eine weite Distanz schwimmen müssen. Den Scanner wollte ich mir noch machen. Was brauche ich denn eigentlich für eine Battery? Ah, Rimplant. Zweimal. Und Copper Ore. Okay, keine Ahnung, woher ich die Rimplant bekomme. Aber dann schwimmen wir ganz einfach mal. Ach so, warte mal. Ich muss ja das Zeug wahrscheinlich noch anlegen. Die Flossen. Ah, die sind schon angelegt. Sehr gut. Gut. Ja, ich hätte da jetzt wahrscheinlich ein bisschen was da lassen können. Aber egal. So, und ihr seht schon... Ich habe mich mit der Steuerung immer noch nicht ganz zurechtgefunden. Einfach aus dem Grund, weil... Ja, Minecraft halt. Kann ich den Fisch jetzt abschlachten eigentlich? Komm her. Nein, kann ich nicht, okay. Kann ich da was nehmen? Oh, mit Rechtsklick schlage ich also, okay. Schnell mal kurz auftauchen. Und Sauerstoff tanken.
Da, cut creepvine with knives. Okay. Schauen wir mal. Ach, guck mal. Wo kriegen wir denn so creepvine samples? Keine Ahnung, wofür die brauchen, aber werden sich irgendwann mal nützlich sein. Die nehmen wir auch alles gleich mit. Oh, okay, Inventory full. Ja gut, kann ich dich jetzt angreifen, du blöder Fisch? Also blöd. Das sieht eigentlich süß aus. Okay, ist nicht sehr ratsam, glaube ich. Dieses gelbe Zeug ist sicher giftig. So, na gut, dann muss ich nochmal ganz kurz zurückschwimmen. Und schauen, dass wir unser Inventar ein bisschen ausleeren. Weil sonst können wir ja nichts mitnehmen von diesem Emergency Cage. Charge. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Tut mir leid, ich bin in der englischen Aussprache nicht so ganz so gut. Aber ich bemühe mich zumindest. So, haben wir hier so einen Wandschrank oder irgendwas, an den ich ran kann? Irgendwas, wo wir Sachen ablegen können? Ist das? Oh ja, das ist ein Storage. Jawohl. So, dann können wir das auf jeden Fall mal ablegen. Das ganze Zeug brauche ich jetzt auch nicht. So, das können wir alles mal rauslegen. So. Okay, die können wir alle essen. Das können wir auch mal rauslegen. Gut, jetzt haben wir das Inventar erstmal ein bisschen leerer. Und jetzt würde ich ganz gerne noch was trinken. Und was essen. Okay, das... Oh, das gibt Minuswasser. Ui. Okay. Ja, müssen wir schauen, dass wir schnell noch ein paar Blasenfische kriegen. Da sehe ich schon einen. Komm her, Blasenfisch. Du bist mein. Einmal. Weil das Wasser ist wichtig, sonst verdursten wir noch. Und das wollen wir ja nicht. Oder ich will das zumindest nicht. Ach, verdammt. Okay, ich finde jetzt keinen Blasenfisch mehr. Egal, ich gehe einfach mal in diese Richtung. Wir können ja notfalls den Blasenfisch einfach so essen. Ah, da haben wir noch einen. Zack, meins. Können ja einfach mal alles mitnehmen und dann schauen. So, und jetzt schwimmen wir aber mal schnell zu dem... zu der Emergency... Charge. Ich nenne es jetzt mal Cage, okay? Auch wenn es vielleicht falsch ist, aber für mich ist das jetzt ein Emergency Cage. Emergency Supply Cage. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich hat es eh vorher gesagt und ich habe einfach nur nicht aufgepasst. Gut gemacht. Ja gut, okay. Kann ich das jetzt aufmachen oder... Ja, danke dafür, aber was mache ich jetzt damit? Oxygen. Ja, Smooth Surface, ja, okay. Ja, schön, dass ich da das jetzt Ding habe, aber wie loote ich das Ganze? Ich weiß nicht, wie ich das Ganze looten kann. Schauen wir mal. Vielleicht steht es ja nochmal in dem... Ist ein PDA? Oh, da ist ein... Oh, wow, 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 wow. Was war das denn gerade? Ach du Scheiße. Halleluja. Hast du mich jetzt gerissen? Nein, jetzt geh doch weg, du blödes Viech. Ich will doch nur meine schöne Box hier öffnen. Und du störst mich einfach. Mann, nie darf man sich die Box öffnen. Mann, ey. Okay, upsie. So, na gut, probieren wir es noch einmal. Wo ist das blöde Symbiontenteil? Ja, ja, mach ich hier gleich. So, probieren wir es nochmal. Schnell. Na, da. Ha, meins. Und weg. Und weg, 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 weg. Shit. Wo ist eigentlich unser Zuhause? Da in die Richtung. In die Richtung muss ich gehen, schnell. Und
so schnell wie möglich Wasser herstellen. Ist ja auch schön, dass ich jetzt gar nichts sehe. Auf jeden Fall. Hat was. Ach Gott. Komm schon. Ich darf nicht verdursten. Nein, bitte nicht. Komm schon. Das schaffst du. Du kannst es schaffen. Ja. Was macht der? Der danzt. So ein bisschen ab. Geil. Der Lochfisch. Ich nenne ihn Lochfisch. Keine Ahnung, wie er wirklich heißt. Okay, ich muss wieder an die Oberfläche. Sonst gehen mir der Sauerstoff auch noch aus. Jawohl, geht sich aus. Und schnell wieder runter und schauen, dass ich an das blöde Wasser komme. Komm schon. Ja, ja, ja. Schnell machen. Ja, ja. Mach mir Wasser bitte. Einmal. Und noch einmal bitte. Ja, danke. Tap. Und schnell trinken. Jawohl. Gut. Und damit war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt bitte in die Kommentare, was ich verbessern kann. Und lasst gerne mal ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Denn sonst kriegt ihr keine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.